Okay, das könnte eng werden. Ich glaube, ich gehe mal auf Risiko und versuche mal Sumos Leib. Bei Angriff! Okay, das ist nicht gut. Hier kommen wir nicht weiter. Wir werden von drei Sumpfranzen. Ja. So muss Schild an. Versuchen wir erstmal die Krabbe loszuwerden. So. Ei. Achtung. Das geht ins Auge. Gerade noch gut, dass die Heilung durchgegangen ist. Das wird ein knapper Kampf. Nochmal nicht heilen. Balsam Salabunde. Das war eine Wolfsratte. Ja. Weiche. Komm schon, schalt den da noch aus. Also Sumos Leib hat schon mal ziemlich verdammt viel Schaden bei der Riesenkrabbe gemacht. Aber das hat uns auch drei Wunden gekostet. Also sollten wir in Zukunft vorsichtig mit Sumos Leib umgehen. Auch wenn wir die Riesenkrabbe erlegt haben, wir sollten allgemein bedachter umgehen. So, da sind Vorhirn und Koran. Jetzt müssen wir uns erst einmal verarzten. Ja. Balsam Salabunde. Ja. Vorhirn heilen. Ja. Koran heilen. Und dann gleich noch mal Quano heilen. Uff. Das war jetzt echt eine Wahnsinnsaktion. Drücke ich gleich mal Quick Save. So. Gucken wir mal, was die so dabei hatten. Hatte die Riesenkrabbe was dabei, was sich toll, wer ist heute? Ich sehe und jetzt kommt Fehlschlag. Mist. Na egal. Nein, die nicht heute. Trollkröte. So, gucken wir mal kurz auf die große Karte. Das Piratenlager scheint hinter diesen Hügeln da zu liegen. Da sind auf jeden Fall... Ah, das sind Trollkröten.
die uns gleich schon mal angreifen. Okay, gegen die brauchen wir jetzt nicht unbedingt Zauber. Aber ich muss mal kurz gucken. Ich habe noch 8 Bolzen. Danach müsste ich die Moschusstacheln benutzen. Morphusstacheln benutzen. Oder ich zauber einfach nur noch. Aua. Ich bin benommen. Ja, ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Fulgrim ist schon wieder kurz vorm Tod. Ich muss öfter mal auf die... auf die Lebenspunkte achten. Sonst geht das irgendwann wirklich noch ins Auge. So. Hier gibt es nur Riesenpilze und noch mehr Sumpf, durch den wir nicht durchkommen, obwohl da nichts von eingezeichnet ist, dass der unbegehbar ist. Ah, ich denke mal... Ah ja, okay, da ist das Piratenschiff. Da müsste da auch irgendwo das Piratenlager sein. Nein, nein. Ja? Wenn, dann zerschlägt Fulgrim die Urne. Seltene Münze. Ah ja, wertvolle seltene Münzen. Das sind Bosparan-Ruinen, so wie es aussieht. Okay, das war ein Autosave. Okay. Das hier ist also das Piratenlager, diese Ruine. Die meiden wir jetzt mal kurz und gucken uns außenrum um. Ach, ein Morpho. Da kriegen wir noch mehr Morpho-Stacheln raus, wenn wir den erledigen. Ich sollte wirklich Fulgrim und Kuano öfter Fähigkeiten einsetzen lassen und vor allem öfter die Pausenfunktion drücken. Aber naja, wie es halt so ist, sich gleichzeitig aufs Spielen und aufs Kommunizieren zu konzentrieren, so wie zum Morpho. Stachel, vielleicht kann Fyris noch welche rausholen. Und Fehlschlag, egal. Das hier hinten sieht nach einem zweiten Eingang aus, aber ich will mich weiter erst einmal hier ein bisschen umgucken. Ich traue nämlich der ganzen Sache noch nicht so ganz. Ob die Piraten nicht irgendwo Hinterhalte gelegt haben und wir eine Falle laufen könnten. Sie wissen zwar nicht, dass wir kommen, aber sie sind garantiert nicht gegen die Elfen unvorbereitet. Ja, hier sind schon wieder Sumpfranzen, die vor uns weglaufen. Na? Ich habe keine Munition mehr, also bin ich jetzt gerade nicht mehr ganz so für die Kämpfe zu gebrauchen. Aber trotzdem kann ich helfen, hier ein bisschen umzukloppen. Gezielter Stich. Fyris hat Stufe 5 erreicht. Als erste von uns wahrscheinlich. Jupp. Verbessern wir mal ihren Bogen. Und auch ihre wichtigsten Zauber. Können wir sonst noch was Wichtiges bei ihr verbessern? Auf jeden Fall die Selbstbeherrschung braucht sie höher. Und Tierkunde können wir eins herstellen, so. Sanyasa!
So, das ist schon mal viel besser. Von den drei Viechern hier war gerade mal eins wirklich eine Sumpfranze. Ich mach das schon. Also irgendwas stimmt hier definitiv nicht. Wird gemacht. Das kennt man ja auch aus Sternschweif, der zweiten, dem zweiten Teil der Nordrand-Trilogie. Da wurde auch jemand in eine Sumpfranze verwandelt. Wird gemacht. Also irgendwelche mächtige Schwarzmagie ist hier am Werk. Kurz einen Blick auf die Karte werfen. Also hier scheint der äußere Rand zu sein. Ja, ja, keine Munition mehr. Lege ich so lange die Armbrust mal ab. Dann mache ich halt einen auf Faustkampf. Also da lang geht es schon mal nicht mehr weiter. Dann gehen wir noch hier rum. Und dann gehen wir zu den Piraten. Weil es sieht so aus, als ob das hier so ein abgegrenztes Tal ist. Und ich will hier erstmal alles erkunden, bevor ich zu den Piraten gehe. Zwischendurch mal kurz auf die Schnellspeichertaste. Ja, ich werde ein bisschen paranoid. Was zur Hölle? Nun wirbeln all diese Fragen durch euren kleinen Geist. Die Antworten findet ihr in der astralen Matrix des Strauches. Oder lähmt euch die Angst? Wer bitteschön bist du überhaupt? Was war das gerade für eine Aktion? Also es scheint ein natürlicher Strauch zu sein, der irgendeine Abwehr hat. Oder es ist ein verfluchter Strauch. Deswegen fragen wir mal eher aus Interesse als aus Angst, weil alles was, wenn es ein natürlicher Strauch ist, interessiert uns es als Geode sowieso. Und wenn es ein verfluchter Strauch ist, dann müssen wir gucken, dass wir ihn als Geode eben loswerden. Höchst bemerkenswert für die Wissenschaft. Wer sich an den Dornen des Morgendornstrauches sticht, unterläuft eine sofortige Verwandlung in eine Sumpfranze. Okay, das ist also wirklich ein natürlicher Strauch, so wie es klingt. Ich habe die Szene durchaus verfolgt. Ja, er hat uns jetzt wirklich nichts Neues gesagt. Die ohnehin magischen Eigenschaften dieser Pflanze wurden manipuliert, um die Zauberdauer zu verkürzen. Ihr seht hier das Ergebnis wahren Forschergeistes. Ich würde es eher das Ergebnis eines Größenwahnsinnigen nennen. Ja genau, ich finde es eher erschreckend, was der Strauch tut. Ihr habt Angst, obwohl ihr die Gefahr kennt. Interessant. Erzählt doch mehr. Also er kommt mir ein bisschen komisch und zwielichtig vor. Ja, durch den Strauch gibt es hier so viele aggressive Sumpfranzen und wer weiß, was sie einmal waren. Ich weiß es. Und ihr werdet es möglicherweise ebenfalls wissen. Früher oder später. Aber meine Aufmerksamkeit gilt nun wichtigerem. Meint er damit uns? Nein. Er teleportiert sich weg und lässt uns mit einem Haufen Sumpfranzen zurück, die uns von hinten angreifen und ich krieg's nicht mal mit.